Ja, das Thema Out of Print, das wird ja immer mehr. Also viele Filme werden immer mehr Out of Print und es kommt halt kein Nachschub. Und ja, in diesem Video soll es darum gehen und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum neuen Video. Und in diesem Video soll es gehen, weil ich ja auch immer öfters lese oder immer höre, ja, welche Filme werden denn Out of Print? Ja, das kann man ja nicht wissen. Man weiß ja nicht, wie der Film läuft oder wie die Filme verkauft werden, nach was die gehen. Deswegen, also man kann nicht sagen, ja hier, der wird out of print, aber zwei Filme, wo ich mir sicher bin, dass die out of print werden. Also wir fangen erstmal mit den einen an. Das ist einmal Red Rock West. Das ist von Concorde, ist vor, wie ich geguckt habe, 2016 meine ich, erstmals auf Blu-ray gekommen. Red Rock West mit Nicolas Cage, Dennis Hopper und Lara Flynn Boyle. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Dennis Hopper kennt man, Cage kennt man. Noch in jungen Jahren. Das ist ein Film aus den 90er. Ich muss mal gucken, ja. Universal ist das. Hollywood Classics. Ich weiß jetzt nicht, von wann ist der 90. Ja, steht jetzt nicht hier, aber ich glaube irgendwas 96 ist das. Und ja. Es ist ein Klassiker. Erstmals auf Blu-ray gekommen. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich kenne noch nicht. Aber ich habe mir gekauft, weil der Film out of print wird. Ihr könnt den Film aktuell noch bei Amazon bestellen über einen anderen Händler. Habe ich auch gemacht. Ich weiß gar nicht mehr. Flohpreis, Flohmarktpreis irgendwie. Der hat jetzt den Preis wieder teurer gemacht. Ich habe 10 Euro und 3 Euro, glaube ich, Versand bezahlt. Wenn ihr den Film haben wollt, könnt ihr noch bestellen. Ist aktuell noch zweimal da, habe ich auch geguckt. Und ich habe überall geguckt, also. Nirgendwo kann man den Film mal kaufen, auch nicht über Amazon, also nur über einen anderen Anbieter und der hat auch nur noch zwei. Während die Restposten sind, denke ich mal, der ist sonst komplett weg und da kommt auch kein Nachschub, also der wird out of print werden. Und dann ein Film mit Jim Carrey und ja, typisch mit der Warner, die haben ja die meisten mit Fox. Jim Carrey in The Majestic. Den habe ich mal bei einem in der Blu-ray gesehen und da habe ich gesagt, Mensch, den kenne ich noch gar nicht mit Jim Carrey. Ja, hier, seht ihr, ist auch über einen anderen Händler, über Amazon. Müsst ihr mal gucken, kriegt ihr auch noch 15 Euro per zerquetsche Versand über Amazon. Ich hatte noch was anderes genommen, deswegen hatte ich Versand gratis, weil ich habe keinen Prime. Und ja, ich weiß echt nicht, über welchen Händler das war. Ich glaube, es ist noch ein anderer Händler, der den neu anbietet und noch einmal gebraucht, also dreimal. Sonst, ihr bekommt den Film auch nicht mehr, der wird auch out of print werden, 100 Pro, weil es den ja schon nirgendwo mehr gibt. Und hier auch die Laufzeit hat mich dann von 153 Minuten. Da geht halt drum hier, der Jim Carrey hat einen Autounfall und er wacht dann in einer anderen Stadt auf und weiß nicht mehr, was los ist. Er kann sich nicht erinnern, wer er ist und wie er heißt und so. Und hinterher kann er sich erinnern und dann kommt immer mehr raus, was er für ein Mensch war und alles. Darum soll es hier drin gehen mit Lügen und alles. Ja, wie gesagt, will nicht zu viel verraten. Ich kenne die auch nicht. Ich habe es jetzt vom Trailer her, so die Geschichte. Und bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich sehe Jim Carrey auch unglaublich gern. Also ich habe auch viele Filme. Klar, alle gibt, habe ich jetzt noch nicht. Aber ja, wie gesagt, die beiden Filme, die waren 100 Pro out of print. Wie gesagt, die gibt es nur noch vereinzelt. Das sind noch ein paar Restposten. Deswegen habe ich mir die gleich gesichert. Und ja. Schreibt mal in den Kommentaren, wenn ihr Filme wisst, die es noch gibt, die aber auch out of print wären, würde mich auch mal interessieren. So kann man sich ja immer mal gegenseitig Tipps geben. Ja, wie gesagt, mehr hatte ich jetzt nicht, das waren nur zwei. Ich gucke da immer mal ab und zu durch und man kann die wirklich nur zum Zufall sehen. Wie gesagt, immer bei Blu-ray-Disc gucken, wo kann man die noch bestellen, wenn da wirklich nur noch einmal bei Amazon ist, hier über andere Anbieter, dann wird der out of print. Warner ist ja sowieso immer so. Ja, es waren nur noch ein paar Restposten noch sind, also der wird nicht mehr produziert, nehme ich echt an. Wird sich vielleicht nicht verkauft haben, wie gesagt, manches weiß man nicht. Genauso im Film, auch ich glaube aus Frankreich, so ein Erotikfilm, glaube der heißt Die Träumer, auch so ein Film, der ist auch von Concorde, ist auch out of print. Habe ich aber jetzt gesehen, kommt eine Neuauflage von Koch Media. Also das habe ich gesehen. Und dann kommt auch noch ein Film mit Van Damme, auch als Neuauflage. Der war auch out of print. Und zwar Der Legionär.
Kenne ich auch noch nicht. Der kommt auch als Neuauflage, der Legionär. Also noch andere Van Damme-Film kommt Uncut in Hell. Den gab es auch wahrscheinlich, glaube ich, noch nicht auf Blu-ray. Jedenfalls als MOA nicht. Und kommt jetzt auch erstmals Uncut ab 18. Ja. Damit danke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.